Und da herzlich willkommen zurück zu der wunderschönen Let's Play. So. Au, Remix. So. Tja, gucken wir mal, ob wir hier ein paar Zombies angelockt bekommen. Ah, sehr tja. Okay. So. Hier kommt mal her, meine süßen Herz-Zombies. So. Frage, wo geht's jetzt mal schnell lang? Noch weiter? Oh ja, hier geht's noch weiter. So, okay, kannst du mir Schaden machen? Das würde ich gerne mal wissen. Ja, doch, der kann mir Schaden machen. Die Fresse jetzt hier, was ist los mit dir? Alter, schon wieder nur Rottenflash. Gut, mehr ist hier nicht. Okay, dann nehmen wir das hier als perfekte Kampfarena. Dann lasse ich da. Och, jetzt kommen wir mal her, du Hure. Also das hier unten dunkel, dann können wir das doch mal als Kampf. Ja, Kampfdings am Unternehmen. Der Ding ist auch noch weiter, sehe ich gerade. Okay. So viel Eisen hier schon wieder. Wasser? Moment, ich weiß ja einfach nur. Warte, ich sehe nichts. Okay, weil wir nur eine kleine Wasserblase. Schade. So, da müssen wir hoch. Hier gibt es auch nichts. Gut, dann gehen wir nochmal da unten rein, gucken, ob da jetzt mittlerweile wieder was gespawnt ist. Nö. Auch nichts. Warte mal kurz, ich nehme kurz die Fackeln hier weg. Ich packe mal da oben eine hin. Nehme die hier auch wieder weg. Da sehen wir hier ein bisschen immer was. Können aber trotzdem das Gesamtbereich hier als Kampfarena nutzen, weil es halt so dunkel ist, dass hier Viecher spawnen. Aber es halt immer noch so hell ist, dass wir die Viecher aber auch sehen. Ich hoffe, mein unfehlbarer Plan geht auf. Und nicht, dass wir uns hier gleich auf die Fresse legen, weil wir mehr Monster spawnen, als wir hier, ne, verarbeiten können. Diese Spinne geht mir gerade auf den Sack. Okay, sorry, müsst ihr trotzdem sterben. Dann müsst ihr leider sterben, meine lieben Spinnen. Wenn er mir auf den Sack geht hier, mit euren ganzen Gezische und hier. Siehst du, die Spinnen machen uns keinen Schaden. Hä? Das Messer bekommt immer ganz kurz Schaden und dann verschwindet der Schaden aber wieder. Was ist denn hier los? Guckt mal unten links, beziehungsweise ihr könnt auch zurückspulen. Ich hab das, der sieht das auch. So, Spinnen AD. Sehr schön. Die nerven nämlich.
Ein Küken, aber ja klar. Nicht das, was ich gesucht habe, nicht mal das, was ich irgendwie erhofft hatte. So, hier ist genauso. Sehen wir hier auch ein bisschen. So, haben wir jetzt hier mittlerweile ein paar Neuzugänge? Ach man, da. So. Haben wir hier so eine schöne Arena? Können wir mal gucken, ob hier Monster spawnen? Die dürfen halt nur nicht zu uns kommen können. Also am besten so hier. Oh, draußen ist schon wieder hell und ich sehe hier nichts. Hallo. So, wie mittlerweile was gespawnt? Hier hinten irgendwie so? Nee, ne? Oh, da ist Gravier. Wieder ab. Jetzt wird es zu hell drin. Ist wahrscheinlich jetzt schon wieder zu hell. Auch klar, fall jetzt mal rein hier. Ist da oben einfach Gravel? Ja, super, muss ich aufpassen. So, du bist auch wieder weg, sonst ist hier zu hell. Komm jetzt, ruf hier, das ist ja hier. Deine Springkünste ist ja unter aller Sau hier. So, jetzt komm ich hier unten mal auf, ja. Okay. Also spawnen hier unten echt zu wenig Monster. Und speziell leer. Ach man, wie sollen wir denn schon an irgendwie Ressourcen rankommen? Wie dunkel muss das denn noch sein, damit die mal ein paar Monster spawnen? Das gibt's doch gar nicht. Ey, sag mal, ich hab das Springen verlernt. So, so, so. Nein. Schöner vorstellen, perfekt, sauberer vorstellen. So. 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 Gesprungen wie ein Fahranfänger. Oh, da kommt mal draußen, regnet es gerade, oder? Oder ist es einfach nur dunkel? Ja, es wird Nacht. Und ich eiskalte Springfall lerne hier. Schnell nach Hause. Dann schlafen wir mal eine Nacht drüber. Und setzen zur Frost ein paar Schafen oder ein paar Schweinen einen Sattel auf. Ja, und dann, keine Ahnung. Überlegen wir mal, wie wir an Karotten und an Morium rankommen. Weil ich will welche haben. Das ist Grundnahrungsmittel und mein Klon. Wir brauchen doch mal hier ein bisschen Abwechslung. Ja, oh, anstrengender Tag gewesen. Ein sehr anstrengender Tag gewesen, ey. Okay, und guten Morgen. Ja, meine lieben Sorgen hier. So. Wir haben zwei Sattel. Nummer 1. Hä, wo ist der zweite Sattel hin? Habe ich in die Kiste gepackt? Warum das denn? Bin ich irgendwie dumm oder so? Okay, haben wir nur einen Sattel. Ist auch egal. So, reiten wir einen schönen Kuh oder ein Schwein? Komm, wir reiten ein Schwein. Was? Nein! Bleib hier! Wie können wir es denn reiten?
Also Rechtsklick jetzt schon mal nicht. Ach komm her damit. Arschloch. Können wir eine Kuh reiten? Nee, eine Kuh können wir gar nicht reiten. Aber ein Pferd können wir reiten. Pferd können wir auch nicht reiten? Hä? Aua. Okay, füttern wir es halt erstmal. Mal gucken, ob es so funktioniert. So. Da. So, mein liebes Pferd. Guck mal, ich hab. Ja, hier. Jetzt vielleicht? Ja! Ah! Okay, das ist geil. Remix! Bleib mal stehen! Brems! Halt euch das langsam aus. Lauf. Komm, schaffst du. Jawohl, Alter. Hui, Amerika. Yay! Wir sind der Pferdereiter von Notre Dame. Wir könnten mir auch mal die Diamantrüstung anziehen, ne? Wobei, das ist dumm, weil wir müssen dem Pferd ja erstmal einen Namen-Tag geben. Ansonsten kann es mich disappearen. Also despawnen. Oh. Voll gegen den Baum, Alter. Vor allem, ich sehe die Blätter noch und dachte so, wow, das sind Blätter ohne einen Stamm. Ja, aber klar. Den Stamm konnte ich natürlich nicht sehen, wenn ich da mit dem Pferd vor der Fresse dahin renne. So, jetzt immer stehen, halt. Brrr. Rückwärtsgang einlegen. Piep. Können echt die Pferde auch rückwärts laufen? Weiß ich gerade gar nicht. So, dann komm mal her, mein liebes Pferd, du. Diamantrüstung. Dankeschön. Jawohl, Alter, wie geil ist das denn? Haha. So. Das Problem ist, jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen Stall. Weil, können wir es hier zu Hause einlagern? Ne, dafür ist es zu fett. Ja, brauchen wir auf jeden Fall einen Stall irgendwie. Aber auf jeden Fall müssen wir es jetzt erstmal temporär irgendwie ein bisschen schützen. Alt, brrr. Ansonsten ist es bald tot. Und vor allem, ich weiß nicht, es rennt doch jetzt auch, glaube ich, einfach vorhin. Und weg. Und dann stirbt's. Alter, mit der Diamantrüstung sieht schon geil aus. Vor allem die Ohren, Alter. Einfach so eine Schutzdinger für die Ohren, ey. Das sieht doch so dumm aus. Ach, Reminärchen. Ha, was machen wir jetzt mit dem Pferd? Wir könnten es natürlich oben, da wo die Schneemänner drin sind, mit reinpacken. Ich weiß nicht, ob sie sich vertragen. Vor allem bräuchten wir noch ein Gatter. Das heißt, brauchen wir ganz schnell noch ein Gatter. Brauchen wir ein bisschen Holz. So. Weil wie gesagt, das Problem ist halt, das Pferd braucht halt zwei Breite, also hat halt zwei Breite. Und ja. Mit zwei Breite ist das ein bisschen zu breit für eine Breite. Halt, nicht weglaufen. Nicht ins Wasser, weil ich glaube, man da kriegst du Schaden. So, dann rennen wir nach oben. Mein liebes Bonita. Brrr. Oh, okay. Schneemänner sind eh weg. Das heißt, die schmelzen doch. Das ist natürlich Bullshit. So, jetzt meine Frage. Wenn ich die beide aufmache, kann ich dann in der Mitte auch durchlaufen? Ja, kann ich. Okay. Das heißt, das Pferd müsste dann auch lang kommen können.
So, dann, mein lieber Sponitalein. Halbr. Renner mit dir. Jawohl, stopp, stopp. So, jetzt mach ich das Ding mal zu. Und jetzt ist nämlich die Frage, ob ich jetzt hier rauskomme. Okay, ich komme nicht raus. Und damit müsste denn das Pferd mich auch nicht mehr rauskommen können. Sehr schön. Haha, dummes Pferd. Du bist mein Gefangener. Wir bräuchten halt sehr schnell einen Namen-Tag. Haben wir schon eins? Weiß ich gerade gar nicht. Wir können mal kurz gucken, wie wir eins herstellen. Namenstag, 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 Namenstag. Haben wir nicht. Okay. Namenstag. Oh. Kann man sowas auch gar nicht bauen? Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ich weiß auch nicht, ob man die Pferde so irgendwie anschnallen kann oder also anleinen kann. Ich glaube, ging das mit Wolle, mit Faden? Pff, gute Frage. Kann man da irgendwas machen? Nee. Ich versuche mal, das Pferd so direkt anzuleinen. Das heißt, wir werden ab morgen nur noch mit dem Pferd rumlaufen. Ne, geht nicht. Wenn ich jetzt mit Shift klicke, ne, gehe ich immer aufs Pferd rauf. Ah ne, funktioniert nicht. Na gut. Boah, dann keine Ahnung, ob man das irgendwie da machen kann. Wenn ich so, kommt nichts raus, so auch schon, so kommt Wolle raus. Nee, Wolle brauchen wir ja nicht. Apropos Wolle. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen gucken. Weil ich weiß halt, ich kenne mich halt mit den Tieren absolut gar nicht aus. Und ich weiß halt auch nicht, ob sie zum Beispiel Nahrung brauchen. Hier sei dann auch nichts gewachsen. Warum fährt das ganze Zeug so langsam? Ist ja schlimm, ey. Haben wir noch ein bisschen Stroh? Ne, gar nichts mehr. So, den Diamanten nehmen wir auf jeden Fall erstmal, um uns damit einen Plattenspieler zu bauen. Ja, ich weiß, Verschwendung, aber ganz ehrlich, mit einem Diamanten können wir eh nichts machen. Von daher lieber so, als es zu bereuen. Und den stellen wir mal hier hin. So, gucken wir mal kurz, ob eins von den Platten die Platte ist, die ich gekauft hatte. Nee. Ja, und die eins auf jeden Fall auch nicht. Schwachsinn. Doch, das ist es, Evil Sister. Oder? Doch. Ja. Hardcore. Gut, ich schmeiß mal die andere mal weg. Es gibt zwar noch einen zweiten Remix, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer der hat. Hardcore. Oh, schon maximale Lautstärke. Mist. Nee, wie war denn das? Lauter, lang. Achso, gar nicht belegt. Aber müsste eigentlich schon voller Lautstärke sein. Genau. Achso, nee. Ah.
Ja. Dieses Pferdegeschrei gehörte gerade so mit dazu. Das war nicht mein Pferd. Ich schwöre es. Zum Glück hatten die Rüstung an. Ich weiß zwar nicht, wie viel die Rüstung bringt bei Pferden. Ich habe keine Ahnung. Boah. Mein Pferd stirbt hier noch. Aber es sollte wenigstens ein bisschen was bringen. Ja, würde ich mal sagen, mit dem schönen Lied verabschieden wir uns dann am besten mal auch. Ja. Renne ich nur noch mal schnell nach Hause und dann würde ich mal sagen, soll es das für heute auch gewesen sein. Dann werden wir uns mal mit dem Pferd, denn morgen, denn sind wir ein bisschen schneller unterwegs, ne? Wenn wir uns mal mit dem Pferd morgen dann noch mal auf eine Dungeon-Tour begeben. Vor allem würde ich halt auch gerne, muss man mal gucken, oder müssen wir dann morgen gucken zusammen, wie es ist, ob Pferde auch durch Wasser laufen können. Weil glaube ja, aber ich weiß es halt nicht mehr. Eigentlich ja. Also, dass ich heute auf dem Wasser schwimme, auch richtig. Das müsste, soweit ich weiß, funktionieren. Aber naja, das gucken wir morgen. Obwohl, kann eigentlich drinnen bleiben. Ja, und bei diesem wunderschönen Lied würde ich sagen, verabschieden wir uns dann mal. Weil, komm raus. Ach was. So, in dem Sinne, schau mit V. Bis morgen. Und dann, ja, die Tage. Ja, nee, bis morgen. Egal. Tschüss.